Die beste Motivation zum Lernen ist Essen. Miss Smith ist ein Meister der Tarnung. Und Yorick ist ihr ständiger Begleiter. Bei ihm kann man Süßigkeiten verstecken. Lass uns eine Brille aufsetzen und niemand wird etwas ahnen. Miss Smith redet so schnell. Ihr braucht Superkraft, um mit ihr Schritt zu halten. Aber Jessica hat eine Korrekturflüssigkeit, um ihre Fehler zu korrigieren. Und super Snacks, um wachsam zu bleiben. Befestigt einen runden Glitzerbehälter auf einer Korrekturflüssigkeitsflasche. Grundiert die Flasche mit weißer Acrylfarbe. Klebt dann ein langes Etikett daran. Füllt dann den Becher mit Rosinen und macht den Deckel zu. Hey Jessica, hast du etwas Süßigkeiten in deiner Korrekturflüssigkeit? Nein, du musst es dir eingebildet haben. Hier gibt es kein Geheimfach. Und ich esse alle Süßigkeiten allein. Fräulein Smith passt immer auf. Sie hat richtige Adleraugen und ist nur am Meckern, wenn es ums Essen geht. Aber die Mädchen wissen, wie man sie austricksen kann. Schneidet das untere Rad eines leeren Klebestiftes ab. Entfernt die innere Stange. Und reinigt den Behälter dann. Klebt den Boden wieder auf. Sprüht jetzt die Pringles-Chips mit Wasser ein. Wartet 10 bis 15 Minuten, bis die Chips eingeweicht sind und verwendet den Klebestift, um Kreise auszuschneiden. Trocknet die Mini-Chips im Ofen und legt sie in die Röhre. Mini-Chips sind so lecker! Und Miss Smith hat keine Ahnung. Der Kleber passt nicht zu meinem Marker. Schneidet den oberen Teil eines Markers und die Kappe mit einem erhitzten Cutter ab. Benutzt dann Heißkleber. Klebt dann das Ende an eine Süßigkeitenverpackung. Öffnet die zweite Seite der Packung, damit ihr die Süßigkeiten essen könnt. Legt den oberen Rand des Markers hinein und klebt es auf. Färbt den süßen Marker mit Acrylfarbe. Und fügt ein Etikett und ein Logo hinzu. Jessica wollte die Süßigkeiten normal öffnen, aber sie war wohl zu brutal. Das sind leckere Mella-Bonbons. Die schmecken super gut. Miss Smith findet es lustig, was die Mädels alles tun, um Essen zu verstecken. Lernt vom Meister, ihr Neulinge. Ihr werdet nie erraten, was sich in diesem Stiftebecher verbirgt. Grundiert eine Papptube mit Acrylfarbe. Und bemalt es pink. Klebt süße Bärenbilder auf. Bedeckt die Pfoten und Herzen mit Kleber und bestreut die Oberseite mit Glitzer. Schüttet noch den Überschuss ab. Legt eine Cola-Dose in den Becher. Füllt den Rest mit Stiften und legt Strohhalme hinein. Miss Smith trinkt direkt aus dem Becher. Was ist da drin? Ein Bleistift-Smoothie? Niemand kann ahnen, dass eine Cola drin ist. So macht man es richtig. Rosi holt ihre Buntstifte heraus. Und? Es sind nur Schulsachen. Nein, komm schon. Der interessanteste Teil befindet sich im Inneren.
Wickelt Oreos in Alufolie ein. Und legt sie in eine leere Wachsmalschachtel. Diese Schachtel hat genug Kekse, damit alle satt werden. Cool Wachsmal-Oreos schmecken viel besser als normale. Wie können wir unsere Mädchen dazu bringen, an die Tafel zu kommen? Na, mit süßen Magneten. Grundiert Mini-Behälter und bemalt sie dann. Schreibt große Buchstaben auf den Deckel und deckt sie mit klarem Nagellack ab. Klebt die Magnete auf den Boden. Und füllt den Behälter mit Nutella. Legt winzige Kekse in den zweiten. Oh, endlich wollen meine Schüler an die Tafel. Miss Smith ist halt ein Profi. Rosie kommt an die Tafel. Ja, sie hat es geschafft. Sie liebt Nutella. Mit Keksen. Jetzt haben wir Kunst. Warum normale Farbe verwenden, wenn man stattdessen süße M&M-Farbe verwenden kann? Sortiert M&Ms nach Farbe und legt sie dann in saubere Farbbehälter. Bringt ausgedruckte Etiketten an den Behältern an. Markiert die Deckel mit den gleichen Farben und dem Logo. Legt dann die Behälter in die Schachtel. Miss Smith liebt auch M&Ms. Diese Süßigkeiten haben eine Nebenwirkung. Man muss tanzen. 5 Minuten Party im Unterricht und alle sind wieder glücklich. Sogar Miss Smith tanzt mit uns. Und jetzt lasst uns wieder lernen. Endlich ist Mittagspause. Hallo, leckeres Essen. Und meine Freundin holt ihr Notizbuch heraus. Du Streber, was ist mit deinem Mittagessen? Ich bin kein Streber. Mein Essen ist ein Gelee-Heft. Und das ist mein Stiftlöffel. Gießt Gelatine und Vanillezucker in warme Milch. Und mischt es gut. Gießt die Mischung in eine Alufolienform. Und kühlt es für eine Stunde ab. Klebt die Form mit dem Gelee in eine Notizbuchabdeckung. Schließt es dann und bringt ein Etikett an. Schneidet einen Plastiklöffel ab und klebt es auf die Unterseite des Stiftes. Während ich mein normales Mittagessen genieße, isst Jessica ein Notizbuch. Wir haben so unterschiedliche Geschmäcker. Miss Smith begeistert die Schüler so sehr, dass Rosie die Hälfte des Stifts abgeknabbert hat. Aber Jessica kann da helfen. Sie hat süße Zuckerstifte. Schneidet ein Stück von einer langen Süßigkeit ab und entfernt etwas von der Füllung. Entfernt den Filz von einem Marker und legt es in einen aufgeschnittenen Strohhalm. Verschließt den Boden des Strohhalms mit Heißkleber. Legt die Mini-Stange in die Süßigkeit und bedeckt sie mit der Markerkappe. Schärft jetzt eine lange Süßigkeitenschnur auf einer Seite. Schneidet eine Patrone auf und versiegelt es mit Heißkleber. Setzt es in die Süßigkeit ein. Verschließt sie dann mit der Stiftkappe, einer anderen Farbe. Wir brauchen mehrere Stifte.
Was für ein tolles Geschenk! Eine Süßigkeit zu kauen, ist viel besser als auf Plastik zu nagen. Und Jessica kaut an einem Marker. Und es besteht auch aus Süßigkeiten. Aber der Marker funktioniert noch. Miss Miss hat einen sechsten Sinn für Süßigkeiten. Sie hat sofort bemerkt, dass in diesem Federmäppchen Skittles versteckt sind. Schneidet die Kappe und den Hals einer sauberen Waschmittel-Plastikflasche ab. Klebt es in eine zugeschnittene Papprolle. Und klebt ein Federmäppchen auf die andere Seite. Grundiert es dann und bemalt alles pink. Formt aus bunter Modelliermasse kleine zerdrückte Kugeln und imitiert Skittles. Klebt noch ein Skittles-Logo auf die Tube. Befestigt die Knetsüßigkeiten. Und gießt echte Skittles in die Kappe. Schauen wir uns dieses Federmäppchen an. Ha, ich wusste es. Wie oft soll ich euch noch die Regeln erklären? Miss Miss hält mal wieder eine Standpauke. Aber bricht selber die Regeln. Was sind das für Geräusche? Es ist Jessica, die im Unterricht Kaugummi kaut. Hey, spuck das jetzt aus! Aber Jessica hat sofort einen neuen Kaugummi. Woher hat sie die? Ganz einfach. Aus dem weichen rosa Cutter. Verbindet ein paar Kaugummis der gleichen Farbe und rollt sie zu einer dünnen Schicht aus. Nehmt danach einen Cutter auseinander. Schneidet den Kaugummi auf die Größe der Klinge zu. Und stanzt auch eine Öffnung mit einem Strohhalm aus. Verwendet ein Messer, um kleine Markierungen zu machen. Legt den Kaugummi in den Kühlschrank und legt die gekühlte Kaugummiklinge in den Cutter ein. Jessica schluckt die Messerklinge wie eine Zirkusartistin. Wow, was für ein Trick! Wie fandet ihr unsere leckeren Schulsachen? Schreibt uns, welche Leckerei ihr für die Schule vorbereitet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.